Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Giant7 World 2. Denn es gibt ein neues Add-on seit ein paar Tagen. Machen wir mal kurz die Musik aus. Und zwar ist es die Tarantarappe Dresden nach Chemnitz mit knapp 80 Kilometer Länge. Wir haben die BR-162, 143 und 612 mit dabei. Dieseltriebwagen mit Neigetechnik und ich habe ein bisschen schon reingeschaut und ja, Ziel heute wird mal sein, dass wir uns die Strecke mal so anschauen vom Detail und vor allem die BR-612, wie die so klingt, wie die so ist, wie sie sich fahren lässt und wir werden halt die Hälfte der Strecke mal fahren. Die andere Hälfte werden wir vielleicht später mal fahren oder dürft sie selber entdecken und das einfach mal für euch so als erster Eindruck, was das Add-on so kann. Kostet nämlich knapp 30 Euro, beziehungsweise 30 Franken. Also, als Szenario habe ich hier mir ausgesucht, der Freiberg Express. Und wir sollen, es ist Tagesbeginn, wir sollen eine Komposition zusammenstellen und dann losfahren. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch mal. Gibt auch nichts Schöneres, an einem Samstag mal ein bisschen Zug zu fahren. Die RAB Anniversary Collection hätte ich mir auch mal überlegt. Aber das machen wir anders mal. So, Freiberg Express. Und da sind wir schon unseren Triebwagen hier drin. Den müssen wir erstmal einsatzbereit machen. Dazu müssen wir hier die Klappe aufmachen. Batteriehauptschalter an. Und für alle, die jetzt PCB, SIFA etc. haben wollen, das ist hier zum Einschalten. Machen wir nur GND ein. Wir fahren jetzt erstmal ohne SIFA und PCB. Das gleiche machen wir auch im zweiten Wagen. Ein bisschen überbeleuchtet, habe ich das Gefühl. Da, kein Fahrrad. Man geht da fluchtig. Bitte freihalten. Okay. Kinderabteil hier. Kinderspielecke. Okay. Hier ebenfalls Hauptschalter ein. Also Batteriehauptschalter. Und das machen wir hier noch ein. Okay. Und dann ab in den Führerstand. Ich habe mal gerade offen lassen. Und das ist der Führerstand. Richtungswende reinstecken. Und dann die zwei Motoren starten. Das ist ein schräger Sound. Okay, Netzschalter ein. Bremsschlüssel rein und aktivieren. Und Spitzensignale. Vorwärts. Und der Federspeicher. Jetzt gelöst schon, oder? Also, das hätten sie ein bisschen schöner machen können. Das ist meh. Schon mal als erster Kritikpunkt. Doch nicht gelöst. Doch, habe ich. Okay, Bremsen lösen. Und schauen wir uns den mal kurz von außen an. Ja, doch. Sieht okay aus. Jetzt tun wir erstmal, was er sagt. Wir haben hier einen Kombihebel. Nach vorne halten, für Leistung erhöhen. Das gleiche hat dann für die Bremse. Ja, an der Stelle werde ich mal ganz kurz den Sound vom Spiel ein bisschen leiser machen. So. Aber hier drin klingt es irgendwie nicht richtig. Draußen ja, ich würde sagen, das ist authentisch. Aber innen der Sound, ich weiß nicht. Ich war schon echt lang nicht mehr in Dresden. Also meine Karte an. Ja, doch.
aber gelten lassen für 8 Uhr in der Früh. So, und da vorne müssen wir gerade am roten Signal anhalten. Ich habe das schon mal kurz probiert, man muss echt genau ranfahren, ansonsten nimmt das nicht. Und hier wird man jetzt einen Herzmagneten fürs rote Signal kriegen. Ob ich es jetzt beim ersten Mal schon schaffe, dass es nimmt. Ah, es macht das schon wieder nicht. Also das ist ein bisschen blöd, der Marker hier. Wir müssen ein bisschen weiter nach vorne. Nochmal stehen. Jetzt hat er es genommen. Okay. Also, Federspeicher wieder rein. Hier wieder abrüsten. Auf Fahren hier. Ah, Entschuldigung, Fahren. Dich wieder auf neutral und rausnehmen. Das ist eigentlich alles vom Anfang einfach nur wieder rückwärts. Gib mir den Schlüssel. Gib, gib. Nein, jetzt hat er wieder reintan. Gib, 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 gib. Danke. Okay, und natürlich auf Hecklichter. Dann wär's das. Gehen wir mal raus und gehen in den anderen Führerstand. Einfach damit ich das mal gemacht habe, mal kurz reinsetzen. Es klingt so komisch hier drin. Bitte sagt mir das, ob das authentisch klingt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ein Hauptbahnhof. Okay, und hier das gleiche Spiel wieder nochmal. Na komm. Signale. Jetzt oder nicht gelöst. Jetzt bist du gelöst. Okay, und jetzt soll man an der anderen Komposition ankoppeln. Das machen wir jetzt auch. Das Modell kann man jetzt echt nichts sagen. Sieht top aus. Und der Sound ist auch sexy. Also ich werde auf alle Fälle nochmal so einen Güterzug fahren auf der ganzen Strecke mal. Damit das dann ist. Aber ich wollte jetzt mal unbedingt hier die 612 ausprobieren. Bisschen das Highlight von dem Add-on. Und ich glaube bis 2012 auch noch auf der Strecke gefahren und jetzt nicht mehr, was sie hier elektrifiziert haben. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Und ein rotes Signal. Da wollen wir jetzt gerade mal fragen, ob wir rein dürfen. Kontaktieren. Okay, meine Maus spinnt mal wieder. Komm, ich will doch nur nach oben. Bitte, danke. Also, er sagt uns zumindest nichts. Müssen wir unter Umständen. Wie war das hier nochmal? Weichen werden wir ja nicht stellen müssen. Also wir sind jetzt hier und ankoppeln soll man da eingestellt, wäre es schon mal richtig. Hier wäre sogar grün, aber er lässt uns halt da nicht reinfahren.
Das Menü ist irgendwie buggy. Ich werde mal ein bisschen weiter vorfahren. Vielleicht nimmt das dann. Wäre nicht das erste Mal, dass wir bei Daftel Games Spiel da irgendwie Probleme hätten. Ah, jetzt, Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay, also müssen wir näher ranfahren. Beim nächsten Mal. Dieser verwaschene Grafikstil teilweise, der stört mich halt nach wie vor bei jeder Strecke. Ich wünsche es teilweise so klar, bis es in die Screenshots immer drin haben. Aber ich glaube, bis sich das ändert, wird es noch ein bisschen dauern. Wunderbar, Teil 2. Gehe ich mal davon aus, dass wir auch da die zwei Motoren wieder starten müssen. So, schön vorsichtig. Na komm, nicht stehen bleiben. Bremsen sind giftig bei dem Ding. Alles klar. Gute Arbeit. Zug ist zusammengestellt und wir können den Personenverkehr aufnehmen. Ihr nächster besteht darin, den Zug nach Dresden Hauptbahnhof zu bringen, um dort einen Ein- und Ausstieg von Fahrgästen zu beginnen. Ja, das ist soweit klar. Okay. Ich gehe davon aus, hier alles wieder abrüsten. Wieder Speicher wieder an. Haben wir sowas vergessen? Ja, Schlüssel. Gib, 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 gib. Oh, komm jetzt. Gib hier. Gib, 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 gib. Danke. Alles klar. Ab nach Dresden. Kann man ins PC reingehen? Nö. Besetzt oder defekt? Eher defekt, wenn es die Deutsche Bahn ist. So, wieder das ganze Gespür. Einschalten, einschalten. Federspeicher gelöst. Spitzensignale wieder. Haben wir jetzt alles. Schon wieder? Was hat er denn mit seiner Federspeicher? Cool, ab zum Bahnhof. Was sind die Hintern jetzt an? Na, scheint so. Da waren vermutlich schon mal an. Wie klingt das Signalhorn? Ja, okay. Ob sich die Zielanzeige da nochmal ändert, wenn wir von Dresden wegfahren? Jetzt die gleiche Strecke wieder rauf. Gebe ich jetzt so gar nicht aus mit dem Vorfeld aus Dresden. Ah, doch nicht.
Also ob der so authentisch ist in Dresden, müsst ihr mir sagen, aber es sieht echt aus. Eben vom Datum her ist es 2012 rum. Da ist er, Dresden Hauptbahnhof. Lass mich jetzt nicht weiter Gas geben. Bin jetzt nur speziell. Oder wir werden dann eh wieder die Richtung ändern müssen. Es ist schon ein mega schöner Bahnhof. Einfach nicht verkacken. Das könnte jetzt viel gewesen sein, oder? Ja, das war zu viel. Der bremst noch mega lange nach. Oh, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Ich bleib jetzt mal stehen, schauen, ob er es jetzt so nimmt oder ob wir auch da wieder ganz nach vorne fahren müssen. Na gut, er nimmt so. Okay, Türen entriegeln, rechts. Dann werden wir hier wieder abrüsten. Federspeicher bitte. Netzschalter auf, aus. Machen wir wieder aus. Und Schlüssel gib. Gib her! Ah, oh, komm jetzt. Ich will den Schlüssel haben. Danke. Und dich hätte ich auch gern. Und gehen dann hier auf die Heckliste. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr vergessen. Wunderbar. Wollen wir mal rausgehen? Ja, das klingt einfach viel geiler. Also, der Sound innen, der ist nicht final. Wobei, das soll man nicht laut sagen bei After Games. Ja, doch schön. Alles klar. Oh, Rutschfahrer, mir war viel Spaß. Zitele. Hoffentlich jetzt zum letzten Mal hier wieder alles eingerichtet. Dann die Neigetechnik angemacht. Jeder Speicher. Okay, stellen Sie sicher, dass die Strecke vorhin frei ist, bevor Sie abfahren. Ja, dürfen wir jetzt schon fahren oder. Ah doch, Türen verriegeln. Alle verriegeln und schließen. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen das. Ah, jetzt. Cool. Diesmal mal. Ah ja, er hat die Anzeige anpasst. Freiberg, sag's. Es wäre natürlich nur schön, wenn man sich das selber eingeben kann. So, bremst du jetzt? Ah, weil er die Zugbremse nicht ganz gelöst hat. Das war vielleicht mein Fehler. Anhalten.
Bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn der sich dann in die Kurve reinlegt. Also ein Cummins klingt einfach geil. Ach, warte mal, Freiberg Sachs, ist das gerade unser einziger Halt? Weil die Zugzielanzeige zeigt ja das an. 30 Kilometer, das könnte ungefähr hinkommen, ne? Bei der Hälfte. Es sind 80 insgesamt, naja, plus minus. Generell, sie sollten mal wirklich längere Strecken machen. Ich finde das alles ein bisschen zu klein, was sie da basteln. Also, ein Train Simulator 2022 kommen sie ja nicht dran. Muss ja teilweise die ganze East Coast Mainline in ein Stück nachbauen. Und das sind keine Ahnung, wie viele hunderte Kilometer. Du hast dann Stunden unterwegs bist. Scheibenwischer, PCB, Leuchte. Ajo. David, moinsen. Alles klar. Soweit alles super. Man kann Zug fahren. Da geht's mir immer gut. Wow, 6,12 Kilometer gefahren. Was für ein Erfolg. Wobei, bei mir schon Erfolg. Ohne Unfall und sonstiges. Ah, ich Chaosfahrer. Ja, vielleicht suchen wir uns danach was raus und dann fahren wir mit PCB. Aber ohne Siefer. Die Siefer nervt einfach nur. Drehscheibe. Mit nix drin, leider. Schade. Aber cool. Warte mal, ist die Drehscheibe nicht jetzt ein Museum in Dresden? Nur mal so gefragt. Also ich weiß, dass es beim Bahnhof da so ein Museum gibt, aber ist das in der Drehscheibe drin? Großes Fragezeichen. Oh ja, Graffiti. Ich hab schon gefragt, wann ich sehe. Das sieht ziemlich alt aus hier. Oh, Kamui sagt ja. Das erklärt, warum jetzt da nichts drinsteht. Dampflok, Train Sim World. Nicht existent, noch nicht. Irgendwann vielleicht mal. Schön wär's. Aber was ich jetzt schon so sehe,
Schön gestaltet. Muss ich da einmal Mühe geben. Also für mich ist das ein erstes Mal. Ich bin die Strecke noch nie gefahren, also nie in echt. Aber schon sexy, wie er sich da reinlegt. Mal noch die ganze Strecke mal anschauen, aber das, was ich bis jetzt so sehe und auch was an Rollmaterial dabei ist, finde ich ganz okay. Nur der Sound hier drin, das finde ich nicht okay. Also es ist wirklich in echt so, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es so komisch klingt. Gemäß Dovetail Games haben wir da teilweise die Steigung bzw. Gefälle von bis zu 2,6%. Auch nicht. Habe ich die Spitzenlichter angemacht? Ja, habe ich angemacht. Okay. Macht er wieder das gleiche wie vorher, hat irgendwie die Bremse noch drin. Stellt sich da mal jetzt ein Szenario vor mit einer BR01 in Transim World. Es wird so gut passen. Damit er jetzt ordentlich Leistung braucht, würde ich sagen, das ist es jetzt schon, die Steigung hier. Erstmal 100 angesagt. Also hier hat schon diverse Locations wie für Trainspotter ziemlich nice wären. Ich kann mir vorstellen, dass gütermäßig da noch einiges los ist.
Hätte ich jetzt die BCB am Kopf, wäre mir das vermutlich nicht passiert. Entschuldigung. Ach, der Rui ist auch wieder da. Servus. Alles klar bei dir soweit? War dabei, das neue Addon auszuprobieren. Oh, ein bisschen leise hier vorne. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Auch wenn ich 30 Euro schon ein bisschen viel finde. Also hier 100 Ankündigung. Ich meine 60. So, wo hätte ich denn das jetzt übersehen? 2,5% Steigung jetzt. Warum 60? Sagst mir auch nichts an. Ich habe noch nie ein Warhammer-Spiel gespielt. Nee, habe ich nicht. Hä, warum ist das jetzt hier? Warum ist das hier 60? Da stimmt doch ganz was anderes da. Oder bin ich jetzt doof? Also ja, die Strecke sieht schon nach langsam fahren aus, aber die Schilder haben doch jetzt ganz was anderes angezeigt. Ich muss mir das mal angucken. Blinkt was. Ah ne, das war jetzt nur wegen dem Baum. Und überall die Tafeln für den Schneepflug. Jetzt ist das so schön eingeschneit hier. Da ist ganz schön was los hier. Auf der Strecke. Halt die Tafel. Echt schön da, muss ich schon sagen. Wenn nicht sogar landschaftlich jetzt gerade die schönste deutsche Strecke, was wir jetzt hier im Simulator haben. Mehr Schmack es hier geben. Dass du hier kein Cruise Control drin hast. Und wie findet ihr soweit die Strecke?
Ich muss mich mal ganz kurz muten, ich bin gleich wieder da. Gespielt schon gesehen, dass es die Version gibt, aber ich weiß nicht, wie man die rauf macht. Haben eigentlich Leute drin? Das ist zumindest nichts, was ich da gerade so sehe. Also sieht man auch die Neigetechnik ein bisschen schwer. Müssen wir mal mitfahren mit der KI. Was mich da ein bisschen stört, aber das ist mehr was Persönliches, das ist der Kombihebel da. Zwischen Kombihebeln fahre ich einfach echt ungern. Ich habe einfach lieber einen dedizierten Stufenschalter, wo ich mir die Stufen einschalten kann. Also in der richtigen Position, was ist die Stufe 1, ist Leistungsstufe 1 etc. Und einen eigenen für die elektrische Bremse. Oder halt die Variante mit dem Kombihebel, also wo auch natürlich elektrische Bremse mit dabei hast, aber eben du die fix die Stufen eingibst und nicht mit nach vorhalten mehr Leistung und das gleiche nach hinten. Aber das ist Geschmackssache. Dass uns noch kein einziger Güterzug entgegenkommen ist. Schön. Das habe ich noch gar nicht probiert. Was ist, wenn wir die Fenster aufmachen? Interessant. Okay, nö. Machen wir dazu hier. Das war immer Spiel kostet 30 und eine zusätzliche Karte kostet 20. Ja, lohnt sich denn auch? Da 20 Euro für das auszugeben für eine Karte? Das macht's aber teuer, ja. Nee, fast immer so im Hobby, nee. Ist jetzt das Ende der Rampe oder geht's einfach dann später wieder nach unten?
Schönes Viadukt. Ja, also rein so von der Umgebungsgestaltung ist glaubwürdig. Was jetzt zwar ein Feld, da ist nicht so viel los. Aber ist okay. Da habe ich schon echt Schlimmeres gesehen. Wo sind die BR612 jetzt unterwegs, wenn sie hier nicht mehr fährt? Laderuckler. Das ist nicht schön. Hier können wir die Button können wir drücken, aber es passiert nichts. Okay, Helligkeit, das geht. Oh, tief. Nee. Schade. Viel machen. Aber wir sollten bremsen. Ich sollte das echt mal abgewöhnen, beim Fahren irgendwie Sachen anzugucken. Sonst mache ich nur Blödsinn hier. So, nicht mehr so weit, 6,2 Kilometer, dann sind wir in Freiberg-Sachs. Unser Endbahnhof. Achso, wir müssen noch eine Abstellung machen. Würde ich dem Spiel zutrauen. Oder wieder zurück nach Dresden. Na, ja. Wer weiß. Aber dann sehen wir mal da sind. Hier alles. PCB-Kontrolle, Zone, Türsteuerung. Da das gleiche. Warum denn hier oben? Wenn du an Ski fahrt, dass du auf der Seite stehst. Okay, also wenn ich es mit den Tasten mache, mit der Bremse, hat er nicht nachbremsen, dann ist es ein Bug mit dem Rail Driver, dass er das nicht richtig nimmt. Wieder Massen an, Leute. Sogar die Treppe runtergehen. Cool.
Also ja, ist nicht neu, aber sieht cool aus, wenn sie es da machen. Aber ich habe schon beim allerersten Release ja können Treppen steigen, weitestgehend. Und wir sind arg zu spät. Minuten Verspätung. Ja, Deutsche Bahn authentisch, oder? Naja. Geht ja sowieso mehr darum, die Karte anzugucken. Mit seiner BR-143 wird es, glaube ich, auch Spaß machen, hier rauf zu düsen. Ich meinte, das ist auch im Add-on mit dabei. Inklusive Doppelstockwagen. Ja, gleich sind wir da. Gelber Signal. Vermutlich wegen Geschwindigkeit, oder? Fängt gar nichts an. Anhalten in 1,4 Kilometer. Bei der Steigung da. Wäre für die DB 5 Minuten Verspätung nicht was Gutes. Ja, also hast jetzt du gesagt, ne? Ja, da hätte ich jetzt schneller reinfahren können. Ein bisschen die Steigung da. Geschätzt. Jetzt werden es dann gleich mal 10 Minuten. Naja. Good enough. Alles klar. Rechts entriegeln und dann machen wir auf hier. Kommt's rein! Verschwinden jetzt nichts. Aber ich denke mal, das war jetzt der letzte Halt. Ah, die Kamera teilweise. Sitzt nach wie vor keiner hier drin. Und fertigen. Alles klar. Gute Arbeit. Das war vorerst alles für die zugewiesenen Aufgaben. Sehen wir, wie sie abgeschnitten haben. Ja, furchtbar. Bin zu spät. Ja, komm. Zeig. 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 Okay, also von der Geschwindigkeit her so, ja, da hätte ich schneller fahren können. Da hat es nicht rentiert, aber ansonsten, okay, würde ich sagen.
geplant 8:40, real 8:48, 8 Minuten Verspätung. Ja, ja. Okay, aber schöne Strecke. Bis jetzt würde ich es mal empfehlen. Schauen wir uns mal noch an, was es sonst noch an Szenarien geben würde. Wir gehen jetzt mal ins Hauptmenü. Nicht so, dass ich jetzt alle fahren wäre, aber einfach, dass ihr es gesehen habt. Erkunden, Szenarien. Dann haben wir hier einmal die Doppeltraktion mit der BR-185, Raypool, Güterzug, Rangieren. Okay, einmal auf die ganze Strecke, Doppelstock. Und das war's jetzt, oder wie? Ja, Verkehrsstau. Haben wir noch besser später als gar nicht. Ein verspäteter Güterzug verursacht einen Stau auf der Strecke. Sorgen Sie dafür, die Haltestelle sicher erreichen. Okay. Besser später als gar nicht. Das ist cool. Als Titel. Und vorbeidonnern. Ein Problem mit der Reduzierung hat den Verkehr der Strecke unterbrochen und zwingt ihn dazu, ungewöhnliche Haltestellen anzufahren, bis das Problem behoben ist. Was ist für dich ungewöhnlich? Okay. Das mal zu dem. Es gibt jetzt mal ganz kurz eine Pause. Und dann sage ich euch ein anderes Spiel. Auf das bin ich schon ziemlich heiß. Also, bis gleich und Musik ab.